Hallo Friends und willkommen zum 49. Part der Not So Berry Challenge. Im letzten Part haben wir einfach miterlebt, wie Mint und Becca eine Ehe begonnen haben, Ehefrauen, die Ehefrau des anderen sind und es war einfach eine super schöne Trauung. Ja, ich habe das Gefühl, es ist schon eine Ewigkeit her. Ich weiß noch, wir hatten eine wunderschöne Strandhochzeit, eine Strandlocation und das hat es einfach nochmal perfekt gemacht. Es hat sich eigentlich auch jeder für die beiden gefreut und ich habe mich natürlich auch ganz besonders gefreut, ne? Das ist natürlich klar. Ich glaube, dass wir auch jetzt wieder hier zu Hause sind und so den Alltag wieder ein bisschen einklingen lassen wollen. Wir waren ja jetzt schon relativ lange im Urlaub und wir hatten uns das auf jeden Fall auch verdient. Aber ich glaube, irgendwann müssen wir auch wieder zurück nach Hause, zurück in den Alltag, zurück in Schule und Arbeit. Und ich freue mich irgendwie darauf, jetzt auch ja wieder ein bisschen mit Mint worken zu gehen, weil das ja eigentlich auch sehr cool immer war. Und bevor ich jetzt hier noch einen Vortrag halte, wünsche ich euch ganz viel Spaß. So, unser schönes Zuhause wird jetzt endlich wieder mit Liebe und Freude belebt. Hier war so lange die tote Hose und jetzt sind wir wieder hier. Zuallererst ist mir aufgefallen, wir haben noch nicht unsere Rechnungen bezahlt, oder? Nee, 5.500, wir waren noch gar nicht hier. Hä? Jetzt bin ich total verwirrt. Wir werden erstmal die Rechnungen bezahlen, weil ich habe noch gerade gesagt, ja, hier, du kannst duschen gehen, du kannst das machen. Wir haben gar keinen Strom, wir haben kein Wasser, wir haben absolut gar nichts. Deswegen ist das das erste To-Do, was wir auf jeden Fall machen müssen. Dann ist die Frage, was ist das hier? Der Haushalt Savea ist ausgezogen. Wie cool ist das denn? Ich glaube, das ist mit dem neuen Update gekommen, oder? Weil irgendwie, das kenne ich noch gar nicht. Okay, das ist krass. Das ist ja so wie, ja, wir können jetzt hier die Zeitung lesen von unserer Nachbarschaft. Mega cool. Dann könnten wir theoretisch das veröffentlichen, aber ich habe Angst, dass wir nachher das dann nicht mehr in unserem Inventar haben. Und das wäre natürlich total schlimm, weil wir das ja an unsere Generation alle weitergeben müssen. Deswegen könnt ihr gerne jetzt in die Kommentare schreiben, wenn ich jetzt da auf selbst veröffentlichen drücke, haben wir das trotzdem noch in unserem Inventar oder verschwindet das dann einfach, Loki? Naja, ist ja auch in Ordnung. So, Mint kann erstmal wieder was kochen und zwar wieder was Gesundes und Ausgewogenes, weil das Traurige ist, als wir im Urlaub waren, hatten wir eventuell ehrlicherweise kein Kühlschrank. So, und eigentlich würde Daniel jetzt wieder ausziehen, aber irgendwie bringe ich es immer noch nicht übers Herz, den einfach rauszuschmeißen. Aber das war ja eigentlich schon unsere Mission, ne? Ich weiß nicht genau, wie wir es machen sollen, Leute. Sollen wir ihn jetzt einfach wieder zu seiner Pflegefamilie bringen? Ich meine, es war ja eigentlich nicht Teil des Plans, dass er jetzt hier bleibt. Und deswegen weiß ich nicht genau, was wir machen sollen. Erstmal sofort Hausaufgaben erledigen. Und du besitzt immer noch keine Hausaufgaben. Das ist natürlich super, super, super doll. Aber egal, Hauptsache Ruben kann noch eben schnell seine Hausaufgaben machen. Okay, das ging ja jetzt wirklich schnell. Kannst du auch extra Aufgaben machen? Ja, Zusatzaufgaben. Mach das mal. Wissen ist Macht. Ja, genau. So, dann ist hier Becca einfach nur wunschlos glücklich, total kokett und ist einfach nur super froh, hier zu sein. Sie hat ein bisschen zu viel Hochzeitstorte gegessen und sie möchte unbedingt wieder ein bisschen Sport machen. Deswegen kann sie auch auf jeden Fall joggen gehen. Und Ruben sollte, glaube ich, langsam zur Schule gehen, aber eigentlich soll er noch die Hausaufgaben machen. Am besten plauderst du nicht, sondern strengst dich eben an. Weil sonst sind wir wirklich viel zu spät dran. Okay, Mint sagt jetzt, Ruben, du musst dich jetzt beeilen. Du musst jetzt zur Schule. Beeil dich bitte. Warum hast du das nicht schon eher gemacht? Und dann sagt Ruben, ja, es tut mir leid, Mama. Ich habe es zeitlich nicht geschafft. Und dann sagt Mint, ist in Ordnung. Geh jetzt zur Schule, bevor du wirklich viel zu spät kommst. Hab einen schönen Schultag. Tschüss. Dann haben wir jetzt auch mal endlich wieder einen schönen Salat gegessen. Und bevor Mint jetzt noch zur Arbeit gleich muss, ist ja in 2 Stunden der Fall. Machen wir noch einen Abstecher. Sie wollte jetzt noch eben aufräumen, aber wir machen noch eben einen Abstecher bei unserem Fitnessstudio, weil jetzt so vor der Arbeit können wir noch eben kurz ein Ründchen ja, trainieren und dann können wir wirklich super in den Tag starten. Vielleicht können wir so ein bisschen Gewichte heben. Okay, noch ist hier nicht viel los. Wir haben ja auch relativ früh, so wir haben jetzt noch 1 Stunde Zeit, können wir dann mal eben
machen. Das ist, glaube ich, auch schön, wenn wir jetzt wieder hier sind. Und hier läuft einfach immer die Musik, die Mint einfach nur total feiert. Also genau ihr Geschmack. Jedes Mal das Gegenteil. Deswegen gehen wir auch so gerne hier hin, weil die Musik einfach immer total passt. Und ich sehe schon wieder schelmisch sein. Das pinne ich mal an, denn das müssen wir auf jeden Fall machen. Und sie würde auch gerne ein paar Fotos schießen. Das können wir auch gut machen, weil vielleicht habe ich so eine kleine Idee, weil jetzt ja bald die beiden Jungs Geburtstag haben und Mint jetzt nicht so viel Wert darauf legt, irgendwie was mit viel Wert, was teuer ist zu schenken, sondern eher was Persönliches. Sie würde gerne ein paar Fotos schießen und vielleicht können wir nach der Arbeit gucken, dass wir ja so schöne Spots finden, wo Mint ein paar Fotos schießen kann und dass wir dann einfach das Geburtstagsgeschenk für die beiden, stelle ich mir, glaube ich, auch sehr cool vor. So, und ich werde kurz vorher nochmal eben sagen, dass Mint duschen geht. Gehen kann, weil ich glaube, das sollten wir tun. Weil sonst wird wahrscheinlich, ja, und werden wahrscheinlich unsere Arbeitskollegen nicht so amused sein, dass wir wieder vom Urlaub zurück sind. Und okay, Mint wird es zeitlich nicht schaffen. Ist nicht schlimm. Ich glaube, da gibt es doch auch eine Dusche, oder täusche ich mich jetzt komplett? Ja, wir gehen auf jeden Fall mit. Es ist so lange her und ihr kennt das Spielchen. Wenn irgendwas passiert, dann teile ich es euch mit und ihr seht es. Und sonst werde ich nicht so viel mitnehmen, weil sonst der Part einfach überstrapaziert wird. Aber heute ist auf jeden Fall der Sammeltag. Dem Labor gehen die Vorräte aus. Vielleicht können wir das so machen. Mint ist jetzt wieder, ja, seit langem wieder hier. Und sie muss auch erstmal ein paar Rohstoffe finden. Es ist heute sehr heiß. Sehr, sehr, sehr heiß. Also ihr seht hier, es ist eine Hitzewelle. Das ist natürlich super. Wir kommen nämlich gerade vom heißen Sulani-Urlaub und hier ist es auch wieder heiß. Dann ist es nicht so schlimm für uns, dass wir wieder zurück sind, weil hier ist es eben auch heiß. Wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen hier graben. Ich meine, das ist ja einerseits eine Aufgabe und andererseits können wir so vielleicht noch ein bisschen was abstauben, weil manchmal haben wir ja das Glück, dass wir irgendwas Wertvolleres finden. Dann können wir das ein bisschen verticken und ja, das ist natürlich super. Ich schaue mal ganz kurz, wer alles hier ist. Also auf jeden Fall ist Penny oder Sarah Klee, man weiß es nicht, hier. Dann sehen wir hier Nathan, der auf jeden Fall wieder Zeit mit seinem Sohn verbringen muss und vielleicht kann Mint auch noch mal gleich zu ihm gehen und ein bisschen mit ihm über Ruben sprechen, weil das einfach unter Eltern, denke ich mal, auch der Fall sein muss, dass sie in Kontakt bleiben für ihre Kinder und auch wenn Nathan Senior ist, sollten wir auf jeden Fall dahingehend auch keine Zeit mehr verschwenden. Wir haben ja durch vergangene Sachen gemerkt, dass wir das auf jeden Fall nicht tun sollten. Ja, deswegen sprintet Mint jetzt hier hin. Draußen ist es eh viel zu heiß. Ich habe Angst, dass Mint irgendwie gleich hier, keine Ahnung, in Flammen aufgeht. Kann ich nicht so genau feststellen. Vielleicht wird heute Abend auch so ein Badetag gemacht. Ist natürlich jetzt total gut, dass wir gerade vom Strandurlaub zurück sind und direkt wieder baden gehen wollen. Aber ich glaube, bei der Hitzewelle haben wir gar keine andere Möglichkeit, weil es einfach so heiß ist. Ja, auf jeden Fall versucht Mint, mit ihm ins Gespräch zu kommen und sagt, wir sind auf jeden Fall jetzt wieder zurück. Du kannst auf jeden Fall wieder Zeit mit Ruben verbringen und ich werde ihn nach der Arbeit zu dir bringen. Dann kann er bei dir übernachten. Und ich hoffe, das ist auch in deinem Interesse. Und dann meint er, ja, das freut mich, dass ihr wieder hier seid. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst auf euch. Und Nathan wird einfach sagen, dass es Streit gab mit dem Chef, dass nämlich ein Laborgerät zerstört worden ist. Aber warum auch immer hat Nathan gar keine Lust, mit uns zu sprechen. Also er will jetzt weiter seine Aufgaben verrichten. Das möchten wir eigentlich auch, aber ich finde, dafür muss man sich einfach Zeit nehmen, weil man eben irgendwo immer eine Familie sein wird, weil ein Kind einfach eine Familie oder die Eltern immer verbindet. Und auch eben immer zu einer Familie macht, deswegen. Okay, Chloe meldet sich jetzt auch nochmal ganz kurz, weil sie war ja mit im Urlaub, wie wir alle wissen. Und ist sie wieder zu Hause angekommen. Ich weiß gar nicht, ob sie eine Arbeit hat. Mint muss auch
noch über ihre Hochzeit mit Nathan sprechen, weil ich finde, das sollte er eigentlich auch erfahren, weil ich denke schon, dass er das erfahren sollte. Und Mint ist ja auch sehr stolz darauf, deswegen wird sie das auf jeden Fall ihm auch mitteilen. Ich denke, darüber kann Mint sich einfach nur die ganze Zeit unterhalten, weil sie einfach immer noch deswegen so glücklich ist. Irgendwo ist Mint aber auch sehr froh, wie ihr hier seht, dass die beiden normal miteinander sprechen können, weil bei Mint war es ja eh immer so eine innere Unruhe vielleicht, dass Mint nicht genau wusste, ob sie sich zu 100% auf ihn verlassen kann, weil Nathan sagen, er ist der Vater von Mints Kind. Das weiß er doch schon, oder? Ja, das möchte ich jetzt wissen. Ja, als wenn er das nicht weiß. Ich weiß es nicht, aber Mint hat auf jeden Fall ihm alles mitgeteilt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall weiter unsere Arbeit verrichten. Also Mint hat jetzt halt nochmal gesagt, dass sie auf jeden Fall jetzt weiter wieder ein bisschen Geld verdienen muss und dass sie auf jeden Fall dann später noch sprechen können. Und heute ist ja auch Staffelpremiere, heißt es, glaube ich. Das müssen wir natürlich auch noch machen, weil ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was Mint sehr genießt, mit der ganzen Familie zusammen was anzuschauen. Und ich wollte eigentlich sagen, als Chloe sich gemeldet hat, dass sie sich nochmal für den Urlaub bedanken wollte, weil diese Verabschiedung, ich meine, wir hatten eine mega krasse Hochzeit, da haben wir jetzt nicht so extrem nochmal den Urlaub Revue passieren lassen, weil wir dann auf jeden Fall wieder nach Hause wollten, weil es schon sehr spät war und so. Aber ja, okay, Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal gucken, dass Mint vielleicht noch ein bisschen hier was reißt, weil wir gefühlt schon wieder zu lange gequatscht haben. Und dann sehen wir uns am Ende des Arbeitstages wieder. Okay, der Weihnachtsmann ruft an. Du wirst es nicht glauben, aber Cecilia Kang ist ja so ein Schnuckelchen. Ich bin verliebt. Stimmt, er hatte ja gefragt, ob wir ihm empfehlen würden, sie weiter kennenzulernen. Und wir sagen natürlich Glückwunsch. Oh mein Gott, Leute, hier ist irgendein Feuer ausgebrochen. Ey, kriegt das eigentlich niemand mit? Ich sehe das jetzt erst. Leute, was ist denn jetzt hier? Entschuldigung, Mint, geh mal kurz eben, du musst jetzt hier die Welt retten. Mint, das Feuer breitet sich immer mehr aus. Jetzt bitte beeil dich, aber ich möchte das nicht abbrechen, weil wir sonst jetzt hier gar nichts gerissen haben. Aber es wird sich ja eher weiter dahin ausbreiten, weil es ist ja eine Hitzewelle. Warum kriegt das hier niemand mit? Was ist denn die Mission von den ganzen Leuten? Mein Gott, okay, jetzt komm, Mint. Renn. Du wirst jetzt hier mit Froststrahl löschen. Du wirst jetzt hier die Menschheit retten. Okay. Du schaffst das, Mint. Hast du gut gemacht, Mint. Okay, Mint ist natürlich jetzt ein bisschen schockiert. Feuer gelöscht hat. Das mutige Löschen eines Brandes kann das Selbstbewusstsein eines Sims erheblich steigern, ja. Und das ist Schuld daran? Das ist Schuld an dem Feuer? Wie das denn jetzt? Keine Ahnung. Also man muss echt aufpassen hier mit der Hitzewelle. Da kann immer schnell irgendwas passieren. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall jetzt bald aufpassen. Und oh mein Gott, ich habe das hier so noch gar nicht betrachtet. Ist ja krass. Wir waren eigentlich dabei, hier ein Metall zu analysieren. Und zwar ist... Was ist jetzt hier ein Metall? Ich weiß auch nicht, warum. Naja, okay, das war jetzt gar nicht Ziel. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt aufpassen, weil mit den ganzen Laborsachen und mit den mit der Hitzewelle hier, ich weiß ja nicht. Und ich habe die Benachrichtigung bekommen. Mint hat den Brand entdeckt, okay. Ruben hat hart gearbeitet und ist jetzt Einser-Grundschüler. Gut gemacht. Wir sind sehr stolz auf ihn. Oh mein Gott, Leute, wir sind jetzt mit dem Arbeitstag durch und ihr seht es schon, Mint wurde einfach befördert, weil ihr Chef gesehen hat, wie sie durch den Brand gesprintet ist und alle gerettet hat mit ihrem Froststrahl, mit unserem Rasmus. Der war so begeistert, weil wir eigentlich so viele Aufgaben heute gar nicht erfüllt haben und er war trotzdem so beeindruckt, wie Mint da mutig hingegangen ist, das Feuer entdeckt hat und keine Ahnung was, dass Mint einfach befördert wurde zur Alien-Forscherin. Sie verdient wieder 32 Simoleons mehr pro Stunde. Stundenlohn 247 Simoleons. Sie hat einen krassen Bonus erhalten, einen Computer aus einer anderen Welt, neue Kleider und es ist so krass, 2516 Simoleons.
Es ist einfach zu krank. Mint kann so stolz auf sich sein. Und ihr ging jetzt einfach so ein Traum in Erfüllung. Weil Leute, da kommt noch was dazu. Weil Leute, guckt mal. Im Namen der Wissenschaft, lasst einen Sim den höchsten Level in der Wissenschaftskarriere erreichen. Sie hat einfach das höchste Level erreicht. Sie hat einfach das höchste Level erreicht. Es ist einfach so krass. Und sie hat jetzt auch hier so eine Brille auf. Wow, Mint. Du kannst so stolz auf dich sein. Weiter geht's wegen Beförderung. In dieser Karriere ist der Himmel die Grenze. Mint. Wow. Es hat sich einfach so ausgezahlt, auch immer mitzugehen, weil so kann man nochmal mehr kontrollieren, was wir genau für eine Aufgabe machen und was für Experimente. Und es ist einfach nur mega, 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 mega krass. Also Mint ist einfach auch so mutig und hat jetzt einfach den Chef nochmal so überzeugen können von sich. Einfach nur toll. So, wo ist denn jetzt Becker? Ach so, Becker ist beim Schwimmunterricht oder was auch immer. Die kleinen Kiddies sind hier. Ruben ist auch stolz, weil er Einser-Schüler ist. Und Ruben wird jetzt sofort zu seiner Mutter rennen und einfach nur sagen, Mama, 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 ich habe heute eine 1 bekommen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich bin so stolz und ich bin so glücklich. Ich bin einfach ein Einser-Grundschüler und ich habe auch so einen Preis erhalten. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie krass das ist. Und wow. Wow, ich bin so stolz. Oh Mama, was hast du denn für eine coole Brille da auf? Und dann sagt Mint, ja, mein Schatz, ich bin so stolz auf dich. Du kannst einfach so stolz auf dich sein. Und gerade ich bin auch einfach nur super. Yo, Level 10 der Sozialfähigkeit. Ey, Room ist auch so ein krasser, ne? Das ist so krass, stolz auf mich selbst. Harte Arbeit wird immer belohnt. Ich kann nicht glauben, dass ich die Beförderung bekommen habe. So, und die beiden werden jetzt erst wieder ein bisschen aus sich gegenseitig gratulieren, weil es ist wirklich heute so ein krasser Tag gewesen. Auch über das Feuer spricht Mint. Ja, und da war so ein Feuer, das kannst du gar nicht vorstellen. Und gerade Ruben liebt ja solche spannenden Geschichten und kann gar nicht mehr weghören, was seine Mutter dazu erzählen hat. Und dann auch mit der Beförderung. Wir werden auf jeden Fall heute die Beförderung feiern und sowieso alles andere auch. Es ist einfach nur mega cool. Und wie könnten wir das besser feiern als mit der TV-Staffelpremiere? Die beiden müssen auf jeden Fall wieder ein bisschen an ihrer Beziehung arbeiten, weil durch die ganzen Sachen hier, Hochzeit und keine Ahnung, ist einfach so viel passiert, dass wir einfach zu gar nicht mehr viel gekommen sind und das wird jetzt auf jeden Fall das Erste sein, was wir machen. Gerade Ruben soll ja auch nicht das Gefühl kriegen, dass Becker jetzt irgendwas an die Beziehung geändert hat und keine Ahnung, deswegen müssen auf jeden Fall die beiden wieder eine Nähe aufbauen und gerade jetzt sind die beiden für gute Noten loben. Es ist einfach so toll. Also gerade heute, jetzt war schon so ein krasser Tag, also für die beiden. Einfach nur krass. Verehrung. Mint möchte das Beste für Ruben und findet ihn einfach wundervoll. Oh, das ist ja so toll. Oh, und jetzt wurde... Was? Jetzt wurde Becker auch befördert. Sie ist jetzt Wellenbeobachterin. Also uns ist ja klar, dass Becker das nicht tut, um nochmal viel Geld zu verdienen, weil ich meine, so viel verdient sie jetzt nicht. Aber okay, sie ist direkt wieder total verknallt, als sie hier hinkommt. Sie kann jetzt auch einfach hier einfach nach Gefahren Ausschau halten. Wie cool ist das denn bitte? Ja, das ist auch echt cool. Sie wurde jetzt einfach auch befördert. Es ist einfach nur so crazy. Und für gute Noten gelobt. Elterliche Anerkennung für Fleiß in der Schule verleiht Sims einen hüpfenden Gang. Und Chloe ist jetzt gerade auch hier vorbeigekommen. Sie wird auch direkt von der Beförderung erzählen. Und da werden wir auch nochmal ein bisschen was feiern. Ich frage mich gerade, wo wir am besten diese TV-Staffelpremiere anschauen können. So, und dann wird Mint auf jeden Fall noch eine wichtige Lektion lehren, die einfach Ruben braucht für sein weiteres Leben. Weil das findet Mint einfach so wichtig, jede Zeit auszukotzen. Jede Zeit auszunutzen, die man hat. Okay, und bevor es jetzt hier zu spät ist, werden wir uns jetzt... Okay, wir bleiben heute, glaube ich, hier zu Hause, weil wir jetzt die ganze Zeit weg waren. Deswegen werden wir jetzt hier die Premiere mit allen anschauen, damit das hier auf jeden Fall nicht
zu spät ist. Und Ruben kann auf jeden Fall gleich seinen Vater eben hier einladen, weil Mint ihm ja auch gesagt hat, dass er gerne vorbeikommen kann. Und deswegen werden wir das auf jeden Fall jetzt auch tun, damit er nochmal Ruben gesehen hat, jetzt nach dem Urlaub. Ich meine, die beiden haben sich ja jetzt auch ein bisschen länger nicht gesehen, obwohl sie haben sich, glaube ich, während des Urlaubs einmal kurz gesehen, ne? Ja, ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall das nochmal gemacht haben und Mint nicht irgendwie leere Versprechungen macht oder keine Ahnung. Und Ruben wird auf jeden Fall auch direkt zur Tür rennen und ihn umarmen und sagen, hallo Papa, schön, dass du da bist. Ich habe heute so gute Noten in der Schule bekommen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und Mama wurde auch befördert und es ist einfach nur alles mega toll. Ich bin so stolz und so glücklich. Und für Nathan gibt es nichts Schöneres, als seinen Sohn lachen zu sehen, auch wenn er vielleicht noch eine andere große Familie zu Hause hat, aber die Verbindung zu Ruben ist einfach nochmal was anderes, weil ich kenne jetzt nicht genau diese Beschwerden von Chloe anhören, okay, weil ich kenne jetzt nicht so genau die Geschichten, die bei Ruben zu Hause waren, aber Becca ist wirklich hundemüde, aber bevor sie jetzt schläft, wird sie noch einmal mit Nathan sprechen, weil sie ihn gar nicht wirklich kennt und ja, sie möchte jetzt einfach noch mal ihn kennenlernen, den Vater von Ruben auf jeden Fall. Und Mint geht's überhaupt nicht gut, weil sie die ganze Zeit noch das Feuer vor den Augen hat. Ich meine, sie ist sehr stolz auf sich, weil sie eben viele retten konnte und auch deswegen befördert wurde und keine Ahnung was, aber sie kann einfach nicht diesen Anblick noch nicht aus den Gedanken verbannen, weil es einfach wirklich sehr prägend war. Das Feuer war ja auch schon größer und so. Und hier mit dem Kamin, da wird auch Mint jetzt erstmal sagen, können wir bitte das Feuer ausmachen. Obwohl ich glaube, sie wird es niemandem sagen, weil sie möchte jetzt auch nicht irgendwie so wirken, als wenn, also dass sich dann irgendwie jemand Sorgen macht. Also gerade Becca soll sich nicht eifersüchtig sein. Ach ja, stimmt. Mint ist ein eifersüchtiger Sim. Das darf natürlich nicht außen vor gelassen werden. Aber Becca kann auf jeden Fall schlafen gehen, weil ich glaube, sie ist wirklich hundemüde und der Tag war sehr anstrengend. Eifersuchtsanfall. Es ist nicht immer begründet, aber manchmal dringt die Eifersucht einfach an die Oberfläche. Das ist ja auch total normal. Also das ist ja auch alles gut. Nein, jetzt hat nicht Ruben in die Hose gemacht. Oh, das ist ihm natürlich jetzt sehr unangenehm. Nathan wird sofort sagen, es ist alles okay, Ruben. Du musst dir deswegen jetzt keine Sorgen machen. Das ist jedem früher immer passiert und ja, es ist alles gut. Und ich weiß gar nicht, ob Nathan schon das Zimmer von Ruben gesehen hat. Dann wird natürlich auch Ruben ganz stolz ihm das zeigen. Und er ist echt froh, dass er jetzt hier ist. Und er wird sich nochmal entschuldigen, wofür auch immer. Ich glaube, dass ihm das da passiert ist. Da ist er jetzt nicht so stolz drauf. Ich glaube, ich werde einen kleinen Spaziergang machen. Ich bin bald wieder da, ich verspreche es. Alles klar, Chloe, kein Problem, geh ruhig. So, und die beiden werden jetzt hier noch länger zusammen reden und auch mit Ruben voller Aufregung ja vom Urlaub erzählen, weil es einfach nur gerade für Ruben nochmal so krass war, das alles zu sehen, dieser Strand. Und ich glaube, das war für ihn auch nochmal so krass besonders. Yay! So, und da wir gefühlt nie hier auf dem Balkon sitzen, werden die beiden jetzt, glaube ich, auch nochmal hier sitzen und noch ein bisschen über Schule sprechen und einfach nochmal mit Ruben erzählen. Ja, und dann waren wir auch noch Jetski fahren und das war einfach so krass, weil da waren auch so tolle Fische. Was ist das? Achso, das ist die Couch. Warum backt die denn jetzt hier so in der Wand? Er wird duschen, dann wird er ganz schnell hier das aufwischen, weil er wirklich nicht möchte, dass irgendjemand das noch sieht. Und dann wird er auch direkt schlafen gehen, weil ihm das wirklich sehr unangenehm ist. Aber es war heute ein sehr schöner Tag für ihn, weil er nochmal seinen Vater sehen könnte. Dann hat er die Noten da bekommen, wo er auch so stolz drauf ist. Und allgemein konnten wir jetzt wieder ein bisschen in den Alltag zurückfliehen. Aber eben Mint mit dem Feuer, das war, glaube ich, für sie nicht so eine ganz tolle Situation. Aber es geht einfach
einfach nicht in meinen Kopf rein, dass wir jetzt einfach nie wieder eine Beförderung kassieren. Und ich freue mich auch schon bald, das Haus wieder ein bisschen umzugestalten. Ich meine, so von der Einrichtung her bin ich mega zufrieden, aber von der Aufteilung her, dass es halt so hochgebaut ist, weil ich glaube, zu dieser Welt hier passen einfach so flache Bungalows. Und da habe ich beim Bauen gar nicht mehr so dran gedacht. Ich überlege, ob wir vielleicht das mit Becker und mit noch ein bisschen herauszögern und dass die wirklich Senioren werden, wenn Ruben ein Erwachsener ist. Weil wir wissen ja auch noch nicht so ganz genau, wann wir mit seiner Generation starten. Machen wir das schon bei Teenager? Ich glaube schon, ne? Jetzt ist gerade Ruben aufgewacht und er ist einfach nur so hungrig und deswegen wird er sofort sich erstmal was aus dem Kühlschrank schnappen und versucht natürlich niemanden zu wecken und kann dann danach auf jeden Fall seine Hausaufgaben machen, weil ich glaube, der hat jetzt so ein bisschen Blut geleckt, wie man das sagt. Er möchte jetzt unbedingt weiter die guten Noten kassieren und ist jetzt einfach richtig motiviert, weil jetzt hat er einmal so gemerkt, wow, meine Eltern waren so stolz auf mich und ich bin auch so stolz und ich möchte, dass es jetzt wieder der Fall ist und deswegen werde ich mich jetzt einfach noch mehr anstrengen. So, auch für Becca startet der Tag wieder, glaube ich, mit einem kleinen Workout. Sie wird hier draußen ein paar Würfe. Okay, ist es hier zu unwohl, das zu tun? Okay, wir müssten jetzt eigentlich schon zur Schule, aber Ruben möchte eigentlich noch unbedingt seine Hausaufgaben beenden, weil es war einfach gestern, der Tag war so lang, er war so von Freude erfüllt mit seinen Eltern und er musste jetzt, ja, leider die Hausaufgaben ein bisschen verschieben, aber er macht die jetzt noch eben, weil, ja. Mint ist erwacht, wird etwas zum Essen schnappen und dann so ein bisschen ihren Tag planen, weil ich meine, sie ist jetzt schon ein bisschen entspannter. Ich meine, sie kann nicht mehr befördert werden, es läuft einfach perfekt auf der Arbeit und ich meine, guckt euch ihren Lohn an. Weiß ja nicht, ne, was ich dazu sagen soll. Die gute alte Zeit wegen guter Kleinkindzeit, die sorglosen Tage als Kleinkind, aber du hattest eine sehr schöne Kindheit, obwohl du immer noch Kind bist. Wie wär's denn, wenn wir ein bisschen durch die Nachbarschaft cruisen? Also wir gehen ein bisschen joggen und schauen dann mal, was wir so bei der Nachbarschaft sehen können. Wer chillt denn hier vorne auf dem Bürgersteig? Ein Kind. Dann können wir auch sofort die Kamera rausholen, weil Mint ja auf jeden Fall noch Fotos machen wollte. Okay, Mint ist zur Arbeit anscheinend alleine jetzt. So, wir werden jetzt ganz schnell duschen, Toilette, und dann werden wir auch mal mit Becca ein bisschen was erleben, weil sie hat ja so ein paar coole... Oh mein Gott, sind viele gestorben. Auch Sema fragt, ob wir vorbeikommen wollen. Dann machen wir das mal. Und Sims zum Mitreisen. So, dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo alle zusammen hingehen. Oh Leute, wisst ihr noch, als wir hier den Urlaub verbracht haben? Oh mein Gott, das gibt's ja auch noch. Wie krass ist das denn bitte? So, hier sind wir auf jeden Fall, weil ich finde es hier eigentlich echt sehr, 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 sehr schön. Becca ist auf jeden Fall direkt glücklich, dass sie mit den allen mal wieder was machen kann. Kurze Frage. Paola, Rocker und ich haben vor, Zeit zusammen zu verbringen. Soll ich mich wirklich darauf einlassen? Achso, Paolo. Ist sie nicht schwanger? Also war sie nicht schwanger und hat einen Freund? Ich glaube, Becca ist sich nicht sicher. Okay. Schaut euch mal hier um. Ach, wir sind hier in einem Museum. Cool. Oh mein Gott. Street Art. Das habe ich noch nie gesehen. Boah, das möchte ich einmal sehen, bitte. Und auch sie ist stolz auf ihre Beförderung. Stimmt. Was ist denn hier wieder für eine Demo? Oh, das will ich sehen. Ich glaube, das dauert voll lang, bis das hier fertig ist. Ich schalte die Kontrolle jetzt aber hier mal wieder. Ach, kann ich gar nicht, ne? Oh, okay. Kontrolle auf Room umschalten. Viel Spaß, Becca. Es gibt kein schöneres Gefühl, als mit einer Menge Einsen ins Wochenende zu starten. Room kann stolz auf sich sein. Mega cool. Und er ist jetzt auf jeden Fall, hat er nicht so viel Spaß. Deswegen kann er jetzt erstmal hier ein bisschen Fernseh schauen. Oder ich glaube, es wäre noch besser, wenn er hier ein bisschen spielen geht. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Wenn er anstatt jetzt Spaß bekommt vom Fernseher, kann er doch auch eben ein bisschen auf dem Spielplatz gehen. Weil wir haben das ja eben hier in der Nähe. Das ist auf jeden Fall gut. Oh, sorry, Leute. Ich sitze irgendwie total
ungerade vor der Kamera. Also ich war irgendwie die ganze Zeit weiter hier oder hier, keine Ahnung. Aber ich glaube, bevor wir jetzt noch den Abend gestalten und vielleicht noch was unternehmen und so, werde ich, glaube ich, diesen Part beenden. Er war wirklich sehr schön. Er war sowohl für Becca als auch für Ruben als auch für Mint total erfolgreich. Und bevor wir jetzt hier halt den Abend noch ein bisschen nutzen, um nochmal alles Revue passieren zu lassen, sehen wir uns beim nächsten Part erstmal wieder. Ich hoffe wirklich sehr, dieser Part hat euch gefallen und ihr seid so stolz auch auf die drei wie ich. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ich euch am Anfang gefragt habe. Also erstmal, ob das Buch aus unserem Inventar verschwindet, wenn wir das da machen, und mit Danielle, was wir jetzt mit ihm machen. Dann gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch dieser Part gefallen hat. Ihr könnt uns gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein Video mehr auf diesem Kanal. Und ihr könnt auch jetzt super gerne bei Naka und unseren anderen Social Media Kanälen vorbeischauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!